Mitte Europas im Wandel der Zeit. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als Deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an die Geschichte der Deutschen. Für die Revolution! Für die Demokratie! Für die Republik! Er fordert im Namen Gottes eine gerechtere Welt. Thomas Müntzer, ein Prediger aus Thüringen. Freiheit! Anfangs ein Anhänger von Martin Luther, wird er später sein erbitterter Gegner. Während der eine auf die Macht der Fürsten setzt, wendet sich der andere gegen sie. Als die Bauern gegen den herrschenden Adel aufbegehren, schlägt sich Müntzer auf ihre Seite. Erklärt Freiheit und Gleichheit zum göttlichen Recht. Eine Anhöhe bei Frankenhausen in Thüringen. Seit einem Jahr schon tobt in Teilen Deutschlands der Bauernkrieg. Es ist der 15. Mai 1525, der Tag der Entscheidung. Die Wut der Bauern gegen die Unterdrückung durch den Adel und den Klerus hat sich aufgestaut. Es ist der Aufstand des gemeinen Mannes gegen die bestehende Ordnung. Die erste Revolution auf deutschem Boden. Wir fürchten nur Gott und sonst niemanden. An ihrer Spitze steht kein Feldherr, sondern ein Pfarrer, Thomas Müntzer. Im Angesicht der riesigen Übermacht bleibt nur die Hoffnung. Die Söldner der fürstlichen Heere ziehen bestens gerüstet in die Schlacht. Kriegserprobte Kavallerie und Kanonen sollen Thomas Münzers Heer der Bauern zur Aufgabe bewegen, noch bevor der Kampf beginnt. Allmächtiger Gott, was sollen wir gegen diese Armee ausrichten? Mit Forken gegen Kanonen? Die machen uns doch nieder. Der Prediger Müntzer trägt kein Schwert. Seine schärfste Waffe ist das Wort. Liebe Brüder, verzagt nicht! Wir werden siegen, wie einst David über Goliath gesiegt hat. Wollt ihr göttliche Gerechtigkeit? Wollt ihr Freiheit? Also dann, nieder mit den Fürsten! Kanonen laden! Der Macht der Fürstenarmee haben die Bauern nicht mehr entgegenzusetzen als ihr Gottvertrauen. Feuer! Attacke! Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. In Frankenhausen entlädt sich ein Konflikt, der den Kontinent seit über 100 Jahren immer wieder in Atem hält. Zwischen Herrschern und Beherrschten, Adel und Bauern. Immer wieder flammen Aufstände auf. Auch im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Zwickau, 4 Jahre vor der Schlacht von Frankenhausen. In diesem Dom erregt der Prediger Thomas Müntzer zum ersten Mal Aufsehen. Das ehemals katholische Gotteshaus ist nun protestantisch. Und von der Kanzel fordern Männer wie Müntzer nicht nur eine neue Kirche, sondern auch die Freiheit der Gläubigen. Doch wie weit soll sie reichen? Das Pfarramt in Zwickau verdankt Thomas Müntzer dem Reformator Martin Luther. Luther hatte das Machtstreben der Kirchenfürsten angeprangert und sich von Rom abgewandt. Denn aus der Angst um das Seelenheil hatte der Klerus ein Geschäft gemacht. Und der Papst verdiente an dem Ablasshandel gut. Um zur Gnade zu gelangen, brauche es keinen Mittler zwischen Gott und den Menschen, sagt Luther. Daraufhin wird er vom Papst zum Ketzer erklärt. Und mit einem Bann belegt.
Die einfachen Menschen feiern den Reformator als Volkshelden. ...1521, auf dem Reichstag zu Worms, soll er vor Kaiser und Klerus seine Lehren widerrufen. Doch er weigert sich und gewinnt die Unterstützung wichtiger Fürsten, die selbst nach mehr Unabhängigkeit von Kaiser und Papst streben. Des Dr. Martin Luther aus Wittenberg. Gestützt auf die Bibel bietet Luther den Mächtigen die Stirn. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, kann und will ich nichts widerrufen. Es ging um die Reformation der Kirche. Und man könnte sagen, gegen Rom und das Traditionelle. Und da waren viele dabei, die später, wie es dann später herauskam, eigentlich andere Akzente hatten. Und Münzer war ein Profilierter von denen. Während Luther seine Schriften auf dem Reichstag in Worms verteidigt, ist Münzer gezwungen, Zwickau wegen seiner Überzeugungen zu verlassen. Seine radikalen Predigten gehen selbst den Anhängern der Reformation zu weit, sorgen in der Stadt für Unruhe. Ketzer! Münzer will mehr als die Kirche reformieren. Er will eine Gesellschaft, in der nur der Glaube der Menschen zählt, nicht ihr Stand. Denn vor Gott seien alle gleich. Nicht erst im Himmel, sondern schon auf Erden. Muss auf die Reform der Kirche nicht auch die Reform der Gesellschaft folgen? Münzer gibt nicht auf. Er will kämpfen für die Wahrheit in der Welt, wie er sagt. Nachdem er Zwickau den Rücken kehrt, zieht Münzer fast 2 Jahre durch ein Land im Aufbruch. Die Pestepidemien des Mittelalters sind überstanden. Im Reich der Deutschen leben wieder 15 Millionen Menschen. Und auch die Städte wachsen. Während hinter ihren Mauern Handwerk und Handel das Bild bestimmen, sind es außerhalb der Städte Ackerbau und Viehzucht. Die Deutschen sind vor allem ein Volk von Bauern. Alles, was sie zum Leben brauchen, müssen sie der Natur mühsam abbringen. Der ewige Wechsel von Säen und Ernten bestimmt ihren Alltag. Ein zeitgenössisches Gedicht beschreibt das Leben auf dem Land. Wie soll mir armen Bauern geschehen? Ich muss ackern, schneiden, mähen. Dreschen, Holz hacken auch dazu. Hab weder Tag noch Nacht, kein Ruh. Die Bauern stellen sicher die größte Sozialgruppe im Reich dar. Über 90% gehören diesem Stand an. Freilich gibt es innerhalb des Bauerntums erhebliche soziale Unterschiede. In Allgäu etwa oder in Friesland haben wir ein freies, zum Teil außerordentlich wohlhabendes Bauerntum. Und in anderen Bereichen, insbesondere in Oberschwaben, ist mit der Leibeigenschaft eine relativ neue und für die Bauern erniedrigende Lebenssituation eingezogen. Leibeigene sind meist Bauern, die ihre Abgaben nicht leisten konnten und ihr Leben einem Grundherrn verschreiben mussten. Wenn der Leibeigene stirbt, müssen die Hinterbliebenen das spärliche Erbe mit dem Grundherrn teilen. So sehen sie oft selbst einer Zukunft in Unfreiheit oder Armut entgegen. Edler Herr, was wollt ihr von uns? Ich möchte euch mein Beileid aussprechen. Und dann möchte ich natürlich meinen Erbteil einfordern. Ihr wisst doch sicher, ihr seid mir die Hälfte eures Besitzes schuldig. Aber wovon sollen wir leben? Ich flehe euch an. Der Herr im Himmel hat den Kindern ihren Vater und mir meinen Mann genommen. Und jetzt nehmt ihr noch von dem Wenigen, das uns geblieben ist. Soll denn man zur Hölle fahren? Wie meint ihr das? Nur wer auf Erden.
Seine Schuld bezahlt, wird erlöst werden und kommt ins Himmelreich. Die Angst vor dem Fegefeuer schüchtert die Untertanen noch immer ein. Wir gehen! Wie sollen sie sich wehren, wenn sich die Grundherren an ihrem Hab und Gut bedienen? Die Kuh nehmen wir mit. Der Teufel soll dich holen, du Menschenschänder. Nach wie vor ist das Leben geprägt von der mittelalterlichen Ständeordnung. Mit Kaiser und Papst an der Spitze, gestützt von Adel und Klerus, dann Händler und Handwerker. Doch getragen wird die größte Last vom Bauernstand. Stolberg im Harz. Hier wurde Thomas Müntzer 1488 oder 89 geboren. Er entstammt einer bürgerlichen Familie. Man kommt mit der Familie Müntzer im weiteren Umkreis in Stolberg bis Mitte des 15. Jahrhunderts zurück. Das sind kaum arme, kleine Leute. Das sind mindestens Mittelbürger oder gar zum städtischen Großbürger in dieser kleinen Stadt Stolberg. Und man kennt ihre Wohnsitze. Die waren meistens um den Markt herum. Nicht? Und da wohnten eben wirklich die einflussreichen Bürger. Und aus seiner Familie waren Erzprüfer, auch ein Münzmeister dabei. Aber seine Eltern kennt man nicht. Diesen Müntzer zieht es schließlich nach Sachsen. Das Kurfürstentum sieht sich als Schutzmacht der Reformation und trägt wesentlich zu ihrer Verbreitung bei. Kurfürst Friedrich der Weise, sein Bruder Johann der Beständige und sein Neffe Johann Friedrich der Großmütige, die drei sächsischen Landesherren sehen Luthers Reformation als Chance, den Einfluss des katholischen Kaisers zurückzudrängen und die eigene Macht auszubauen. Auf der Wartburg genießt der Reformator Martin Luther ihren Schutz. Hier entsteht sein wichtigstes Werk, die Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache. Für die Menschen ist die Lutherbibel eine Offenbarung. Erstmals können sie das Wort Gottes in ihrer Sprache lesen. Die Bibel auf Latein konnten meist nur Geistliche verstehen. Und Jesus setzte sich. In der Heiligen Schrift finden sich auch die Bauern wieder. Dort, wo von Freiheit und Gerechtigkeit die Rede ist. Neben der Wartburg und Wittenberg, den Wirkungsstätten Luthers, schafft Thomas Müntzer im kursächsischen Altstädt ein weiteres Zentrum der Reformation. Die kleine Landstadt ist eingekreist von katholischen Territorien, dem Herzogtum Sachsen und der Grafschaft Mansfeld. In Altstädt will Müntzer seinen eigenen Ideen zum Durchbruch verhelfen. Er bezieht eine Wohnung im Wigberti-Turm, Trutzburg seiner radikalen Reformation. Müntzer macht Luther Konkurrenz. Als erster Prediger hält er den gesamten Gottesdienst auf Deutsch. Brüder, Schwestern, zahlreich seid ihr gekommen. Müntzer hat von Mal zu Mal mehr Zuhörer. Und so soll es sein, denn wir wollen das Wort Gottes feiern. Gemeinsam, aber nicht auf Latein. Hier, in Altstädt, verkünde ich sein Wort in eurer Sprache. Zum ersten Mal verstehen die Menschen, was das Evangelium ihnen sagt. Lasset uns singen und unseren Herrn preisen. Das Predigerseminar in Braunschweig. Hier wird bis heute eine Originalausgabe von Münzers deutscher Messe aufbewahrt. Die Braunschweiger Ausgabe ist eine der wenigen, die erhalten sind. Dass sie überhaupt gedruckt wurde, belegt, dass Münzers Wirken weit über die Grenzen Altstädts hinausstrahlte. Münzer, der hier in Braunschweig in der Frühzeit der Reformation als
Priester tätig war, hat als erster konsequent alle gottesdienstlichen Abläufe ins Deutsche übertragen, sogar die mittelalterlichen gregorianischen Gesänge. Damit ist er zum Wegbereiter geworden, dass bald danach und fast überall nicht mehr lateinisch gesungen und gebetet wurde, sondern deutsch. Und die Gottesdienstbesucher, welche Bildung sie auch immer hatten, konnten nun alles verstehen und mitmachen. Wenn wir also die Geschichte des evangelischen Gottesdienstes betrachten, gebührt Münzer das Prädikat eines großen Reformators. Nicht nur seine Sprache, auch seine Botschaft ist revolutionär. Gott ist gerecht. Er duldet keine Tyrannei. Er verheißt allen Menschen Freiheit und Gleichheit. Nicht erst im Himmel, hier auf Erden. Deshalb wird er den ungerechten Herrschern das Schwert entreißen und es dem Volk geben. Das soll er nur machen. Her mit dem Schwert. Wir haben genug gelitten. Die Zeit der Ernte ist nah. Schon bald kommt der Tag, an dem Gott den Weizen vom Unkraut trennt. Münzer muss ein Feuerkopf gewesen sein und ein rhetorisches Hochtalent. Seine Texte sprudeln von Metaphern und Bildern. Es ist gar nicht anders vorstellbar, als dass er auch als Prediger Leute zu begeistern vermochte. Doch dann schlägt die Begeisterung um in offene Revolte. Münzers Anhänger verweigern Abgaben an ein katholisches Kloster. Sie stürmen eine Kapelle und plündern sie aus. Mit Gewalt holen sie sich zurück, was sie als ihr Eigentum betrachten. Halt! Das ist doch Gott geweiht. Ja, und dem Schweiße deines Angesichts abgepresst. Nicht nur in Altstädt, im ganzen Land werden kirchliche Kunstschätze Opfer sogenannter Bilderstürmer. Für viele sind die heiligen Figuren Ausdruck von Götzendienerei und Verschwendungssucht. Den katholischen Landesherren Georg von Sachsen und Ernst von Mansfeld geht Münzers Eifer zu weit. Auch Martin Luther hat Bedenken. Mit Sorge sieht er die Folgen von Münzers Predigten. Luther will die Kirche reformieren. Seine Kritik richtet sich gegen die Macht des Klerus, nicht gegen den Adel. Und er weiß, nur mit Rückendeckung der Fürsten hat seine Reformation Aussicht auf Erfolg. In Münzer, der alle Obrigkeit in Frage stellt, sieht Luther eine Gefahr. In einem Brief warnt er seine Landesherren vor dessen aufrührerischen Geist. All das hat Luther mit größtem Argwohn genauestens verfolgt und erkannt, dass Münzer ein massiver Konkurrent seines eigenen Reformationskonzepts werden würde. Auf dem Altstädter Schloss kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung. Münzer hat seine sächsischen Landesherren zu einer Predigt in die Schlosskirche eingeladen. Er will sie von Luther abbringen und auf seine Seite ziehen. Seht euch vor und überlegt genau, was ihr sagt. Münzer weiß, für ihn ist es die erste und letzte Gelegenheit, die Fürsten zu überzeugen. Ihr getreuen Fürsten von Sachsen, eure Macht auf Erden verdankt ihr unserem Herrn im Himmel. Er gab euch das Schwert, damit ihr hier für eine gerechte Ordnung sorgt. Das ist eure göttliche Pflicht. Doch wehe, ihr widersetzt euch dem Willen des Allmächtigen, dann wird er euch das Schwert entreißen und es in die Hand des Volkes legen. Was Münzer als Mahnung versteht, empfinden die Fürsten als Drohung. Im Namen Gottes fordere ich euch auf,
kämpft für göttliche Gerechtigkeit. Amen. Münzers berühmte Fürstenpredigt verfehlt ihr Ziel. Ich danke euch für eure Predigt. Sie war äußerst aufschlussreich. Danke, euer Gnaden. Das hoffe ich. In welchem Ton spricht dieser Pfaffe mit uns? Er stellt die göttliche Ordnung in Frage, anders als Luther. Wie hat Luther ihn genannt? Den Satan aus Altstädt. Recht hat er. Dieser Münzer stiftet nur Unruhe. Wir müssen ihn im Auge behalten. Gut. Wie viel solcher Texte gab es denn damals, wo derartig radikal das Amt, das Obrigkeitsamt überhaupt angegriffen wird und gesagt, euer Dienst ist nur noch eine begrenzte Zeit. Und wenn ihr nicht euch stellt hier und mit in die Räder greift, dann kommt ihr unter die Räder aber ganz anders. In den Nachbargemeinden Altstädts spitzt sich der Konflikt zu. Die katholischen Grundherren wollen den Zulauf ihrer Untertanen zu Münzers Messen stoppen. Mit aller Gewalt. Immer mehr Flüchtlinge strömen aus dem katholischen Umland ins evangelische Altstädt. Sie suchen Schutz vor der Gewalt ihrer Herren und machen Münzer für ihre Lage verantwortlich. Wollen, dass er handelt. Der hat mit der ehemaligen Nonne Ottilie von Gersen eine Familie gegründet. Doch Ruhe hat er nicht gefunden. Was wollen die bloß von dir? Ich werde mal nachfragen. Was wollt ihr? Unsere Herren haben uns vertrieben. Ich habe mein gesamtes Hab und Gut verloren. Du hast es verkündet, Gerechtigkeit und göttliche Freiheit. So sagt es auch die Heilige Schrift. Aber sie sagt auch, erlöst wird nur, wer sein Leid erträgt, wie einst Christus das Kreuz. Unsere Herren bestrafen uns, weil wir auf dein Wort vertraut haben. Wir sind ja bereit, für unseren Glauben zu leiden. Aber sollen wir dafür wie Vieh auf der Schlachtbank enden? Lange hatte Münzer gehofft, den Adel zur Umkehr bewegen zu können. Von den Bauern bedrängt, sieht er sich jetzt zum Handeln gezwungen. Der Weg zu einer gerechten Ordnung ist steinig. Doch ich sage euch, ihr habt genug gelitten. Ihr habt euer Kreuz lang genug getragen. Wenn nicht die Fürsten für Gerechtigkeit sorgen, dann nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand. Jetzt ist die Zeit gekommen. Wehrt euch, Brüder. Lasst uns einen Bund schließen. Ja! Münzer hat sich entschieden. Für das einfache Volk und gegen die Fürsten, deren Herrschaft Luther als gottgewollt anerkennt. Für Luther war es ganz selbstverständlich, dass untergeordnete Stände leiden mussten. Und für Münzer wurde in einer bestimmten historischen Situation das Leiden sozusagen zum Handlungsanlass zur Heraufführung einer gerechten Gesellschaft und einer gerechten Ordnung. Luther wird nicht müde, seine Landesherren vor dem Unruhestifter zu warnen. Wieder dieser Münzer. Luther schreibt, dass Münzers Worte Gewalt und Aufruhr auslösen würden. Wir müssen ihn loswerden, diesen Aufrührer. Luther hat erreicht, was er wollte. Sein Kontrahent fällt in Ungnade. In der Nacht zum 8. August 1524 kommt Münzer der drohenden Ausweisung aus Altstädt zuvor. Schweren Herzens lässt er seine Familie zurück. Er wird sie niemals wiedersehen. Dass Münzer so häufig vertrieben wurde, war auch eine Folge dessen, dass er wenig darauf geachtet hat,
ob die jeweiligen Obrigkeiten dem folgten, was er für richtig hielt. Er ist von einer bemerkenswerten Kompromisslosigkeit. Als Müntzer Altstädt verlässt, gärt es bereits im Süden Deutschlands. In der idyllischen Landschaft Oberschwabens und des Schwarzwaldes ist die Lage der Bauern besonders bedrückend. In Stühlingen etwa sollen die Untertanen ihre Ernte unterbrechen, um Schneckenhäuser zu sammeln, damit ihre Grundherrin Garn darum wickeln kann. Wütend über solche Willkür widersetzen sich die Bauern. In Windeseile wird daraus ein Aufstand. Das Fürststift Kempten in Oberschwaben, früher eine der mächtigsten Abteien im Reich. Der Prunk zu Ehren Gottes ist auch hier mit den Abgaben der Bauern bezahlt. Solche Pracht ist nicht nur den Reformatoren ein Dorn im Auge, sondern mehr noch jenen, die für diesen Reichtum schuften mussten. Denn im Gegensatz zum Klerus leben die meisten Bauern in Armut. Viele können die Abgaben nicht bezahlen, trotz harter Arbeit. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als ihren geistlichen Grundherren als Leibeigene zu dienen. Die Hoffnung auf Erlösung nach dem Tod ist oft das Einzige, was das Leben der Bauern erträglich macht. Doch im Frühjahr 1525 gehen die Kemptener Landleute mit dem Klerus ins Gericht. Mit Feder und Tinte. Sie bündeln mehr als 100 Beschwerden über Zwangsarbeit, drückende Abgaben und Leibeigenschaft. Eine der ersten Sammelklagen der Geschichte. Auch im nahegelegenen Memmingen machen die Bauern mobil. Das Kramerzunfthaus am Markt ist der Geburtsort einer der frühesten demokratischen Bewegungen in der Geschichte der Deutschen. Was aber sagt uns die Heilige Schrift? Als Gott, der Herr, den Menschen erschuf, gab er dem Menschen die Gewalt über alle Tiere, über die Vögel in der Luft, über die Fische in Seen und Flüssen und auch über das Wild in den Wäldern und Auen. So entsprach es dem Plan Gottes. Es ist unbrüderlich und entspricht keineswegs dem Willen Gottes, dem gemeinen Mann, die Jagd und den Fischfang zu verbieten. Auch der Zehnt auf das Vieh entspricht nicht dem Willen Gottes. Das Vieh wurde dem Menschen von Gott frei erschaffen. Die Heilige Schrift sagt eindeutig, dass Jesus Christus mit seinem Blut alle Menschen erlöst hat. Nicht nur den Edelmann, sondern auch den Hirten. Von Leibeigenschaft oder vom Zehnt auf das Vieh, den wir abgeben sollen, steht in der Heiligen Schrift dagegen nichts geschrieben. Also, meine Brüder, sind wir frei und wollen frei sein für immer. Aus der Heiligen Schrift leitet das Parlament der Bauern Freiheit und Gleichheit aller Menschen ab. Lange bevor die europäische Aufklärung die Menschenrechte formuliert. Die Forderungen der Memminger Versammlung werden in 12 Artikeln zusammengefasst und über 25.000 Mal gedruckt. Nie wieder sollte der Stand der Bauern eine solche politische Bedeutung erlangen. Die 12 Artikel sind ein sicher herausragender Text in Bezug auf die Forderung nach Freiheit und Selbstorganisation bestimmter sozialer Gruppen. Und Texte im Umkreis des Bauernkrieges enthalten ein maßgebliches, auch politisches Freiheitspotenzial auf dem Weg zu einer freieren, das heißt nicht ständisch gebundenen, nicht durch die Autorität von Obrigkeiten bestimmten Gesellschaft. Wucherer! Wucherer! Während manche Vereinigungen der Bauern noch auf Verhandlungen und eine friedliche Lösung setzen, wählen andere den Weg der Gewalt. Plündern Klöster und Schlösser, Güter und Burgen. Ganze Landstriche sind unter ihrer Kontrolle. In Süddeutschland hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung.
Bis heute zeugen Burgruinen vom Bauernkrieg als Mahnmale eines epochalen Konfliktes. Die Bewegung greift immer weiter um sich. Und in manchen Gegenden üben die Untertanen grausame Rache an ihren Grundherren. In der Selbstjustiz der Bauern sieht Luther eine Gefahr für die Reformation. Er ermahnt die Aufständischen zu Mäßigung und Frieden. Gott hört auch die Bauern. Und er sieht das Unrecht, das ihnen angetan wird. Aber Unrecht mit Unrecht vergelten, das ist nicht Gottes Wille. Das ist des Teufels. Als die Unruhen nicht enden wollen, schlägt er sich vollends auf die Seite der Fürsten. Luther ist als Hoffnungsträger der Bauern dahingegangen, hat als ein solcher ausgedient und wird insofern in der weiteren Geschichte der Reformation von dieser riesigen Sozialgruppe nicht mehr als ihr Anwalt wahrgenommen. Wie ein Flächenbrand greifen die Aufstände um sich. Von Süddeutschland aus erfassen sie immer mehr Regionen und erreichen schließlich Thüringen. Als Thomas Müntzer erfährt, dass der Bauernkrieg seine Heimat erreicht, eilt er ihm hinterher, nach Mühlhausen. Dort trifft er auf alte Weggefährten und setzt sich an die Spitze der Rebellen. Vorwärts, Leute! Lasst eure Waffen nicht kalt werden! Das ganze deutsche Land ist erwacht! Ja! Anders als Luther sieht Müntzer sich und die Bauern als Werkzeuge eines himmlischen Gerichts. Wie die Sintflut im Alten Testament wollen sie den Weg ebnen für eine neue, göttliche Ordnung auf Erden. Und wie nach der Sintflut soll der Regenbogen zum Zeichen des neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen werden. Bei seiner Rückkehr in den thüringisch-sächsischen Raum hat er das Seine dazu beigetragen, die Glut aus dem Süden sozusagen weiterzutragen und zu einem Flächenbrand werden zu lassen, der darauf abzielte, diese neue Ordnung Gottes ins Werk zu setzen. Bitte sehr. Die sächsischen Landesherren stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Unsere fürstlichen Brüder rufen uns auf, diesen Aufruhr endlich niederzuwerfen. Tragen wir denn etwa keine Schuld daran? Haben wir ihren Aufstand nicht selbst heraufbeschworen? Münzer und diese aufständischen Bauern sind ein Werk des Teufels. Wir sollten vielleicht auf Luther hören. Sagt er nicht, wir könnten guten Gewissens auf sie dreinschlagen? Aber vielleicht ist es ja Gottes Wille, dass nicht wir, sondern der gemeine Mann regieren soll. Das darf niemals geschehen. Luther hat recht. Münzer und den Bauern muss das Handwerk gelegt werden. Friedrich der Weise sucht einen Ausweg. Doch er ist todkrank. Mit ihm stirbt im Mai 1525 die letzte Hoffnung auf eine friedliche Lösung. Im gesamten Reich lassen die Landesherren Truppen aufmarschieren. Ob Anhänger oder Gegner der Reformation, die Fürsten rüsten gemeinsam gegen die Bauern. Ihre Söldner ziehen nicht aus Überzeugung in den Krieg, sie sind Berufssoldaten, die ihr tödliches Handwerk an den Meistbietenden verkaufen. Ihr Marsch führt sie nach Thüringen. In Frankenhausen, am Fuß des Kyffhäusers, trifft die Fürstenarmee auf Münzers Bauernhaufen. Bist du dir wirklich sicher, Münzer? Das gibt doch nur ein sinnloses Blutvergießen. Im Angesicht der Übermacht des Gegners beginnen die Bauern zu zweifeln. Wie weit reicht das Vertrauen in Thomas Müntzer, ihren militärisch unerfahrenen Anführer? Was wollt ihr tun? Verhandeln? Auch Müntzer will kein Blut vergießen. Gut. Dann senden wir ihnen einen Boten. Mal sehen, was sie uns zu sagen haben. Es geht um Leben oder Tod. Gott sei mit dir. Doch warum sollen die Fürsten verhandeln?
Zwar sind die gegnerischen Aufgebote zahlenmäßig gleich stark, doch die 6000 Söldner der Landesherren verfügen über weit bessere Waffen und vor allem Kampferfahrung. Auf der einen Seite die Söldnerheere, die gewohnt waren im Umgang mit Waffen, auch mit modernen Waffen, mit den modernen Waffen der Zeit, nämlich den Feuerwaffen. Und auf der anderen Seite die Bauern, die Aufständischen, die durchaus auch in der Lage waren, mit Waffen umzugehen, die aber ganz andere Waffen benutzten zur damaligen Zeit. Kanonen und Musketen gegen Mistgabeln, Sensen, Spieße und Keulen der Bauern. Aus Arbeitsgeräten werden Waffen. Notdürftig. Bisher wurde damit Holz geschlagen. Oder Gras gemäht. Jetzt sollen sie Helme und Rüstungen der Gegner durchbohren. Die militärische Führung der Aufständischen hat sehr schnell erkannt, dass man in einer offenen Feldschlacht kaum eine Chance hat. Also hat man versucht, Geländevorteile zu nutzen, wie eben diese Position auf dem Hausberg bei Frankenhausen und durch eine Wagenburg sich nochmal besonderen Schutz zu verschaffen. Doch wie lange können die Barrikaden aus Heuwagen einem Ansturm standhalten? Gegen Fußtruppen, Reiterei, Kanonen und andere Feuerwaffen. Was auch immer geschieht, die Wagenburg ist umzingelt. Es gibt kein Entrinnen. Es ist Mittag, als der Bote der Bauern aus dem Lager der Fürsten zurückkehrt. Wird der mächtige Feind einer friedlichen Lösung zustimmen? Ruhe! 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 Und? Die Antwort der Fürsten lautet: Liefert den falschen Propheten Thomas Münzer aus. Dann wollen sie Gnade vor Recht ergehen lassen. Mehr haben sie nicht gesagt. Das Angebot der Fürsten droht, die Aufständischen zu spalten. Wollt ihr mich den Fürsten ausliefern? Wollt ihr wirklich eure Sache kampflos aufgeben? Auf Gerechtigkeit warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Dann liefert mich aus! Niemals! Wir halten zusammen bis in den Tod! Seht doch! Da! Ein Zeichen Gottes! Ein Zeichen unseres Bundes! Die Himmelserscheinung verdrängt für einen Moment die Zweifel, gibt neuen Mut. Doch dann sprechen die Waffen. Feuer! Attacke! Martin Luther, der den Fürsten empfohlen hatte, die mörderischen, räuberischen Rotten der Bauern zu vernichten, gesteht später ein: Ich habe im Aufruhr alle Bauern erschlagen, denn ich habe geheißen, sie totzuschlagen. All ihr Blut ist auf meinem Hals. Nicht nur in Frankenhausen, sondern auch auf den Schlachtfeldern bei Böblingen, Zabern und Leipheim mündet der Aufstand in ein Blutbad. Am Ende verlieren über 100.000 Bauern in ganz Deutschland ihr Leben. Noch heute finden sich Spuren des Grauens. Bei Leipheim haben Archäologen ein Massengrab aus dem Bauernkrieg entdeckt, mit den sterblichen Überresten von 26 Menschen. Die meisten Opfer wurden im Kampf regelrecht abgeschlachtet oder auf der Flucht erschlagen. Das Ende eines ungleichen Kampfes. Die Möglichkeiten einer politischen Gestaltung, die sich etwa im Falle eines erfolgreichen Bauernkrieges ergeben hätten, wären sicher in die Richtung gegangen, so etwas wie eine kommunalistische
gemeinschaftliche Grundstruktur aufzubauen. Möglicherweise, jedenfalls ist das in einigen Verfassungsentwürfen derzeit vorgesehen, mit entsprechenden Wahlprozeduren. Und insofern könnte man sagen, hier deuten sich demokratische Ideen an, die natürlich durch die Niederlage gegen die Fürstenheere keinerlei Zukunft mehr hatten. In Frankenhausen erinnert das Panoramagemälde von Werner Tübke an Thomas Müntzer und den Bauernkrieg. In Auftrag gegeben wurde es noch zu DDR-Zeiten. Das Monumentalbild sollte den Freiheitskampf der Bauern auch zum Klassenkampf erheben. Sagt der Wiedervereinigung, erinnert es allein an die erste deutsche Revolution. An Thomas Müntzer scheiden sich nach wie vor die Geister. War er ein Mordprophet, wie Luther meinte? Oder ein Märtyrer für die Freiheit? Er war nur Theologe und wollte nichts anderes sein. Er war Prediger, der eine Botschaft zu verkünden hatte. Und die Konsequenzen seiner Botschaft waren teilweise erheblich politisch. Das insofern war er kein unpolitischer Mann. Er wusste ja, dass das Folgen hat. Zwei Wochen nach der Schlacht wird Müntzer in Mühlhausen zur Hinrichtung geführt. Gezeichnet von der Folter, die ihn dazu bringen sollte, seine Lehren zu widerrufen. Doch auch im Angesicht des Todes bewahrt er seine Haltung. Er nannte sich einen willigen Boten Gottes, einen Knecht des Herrn, der für die Wahrheit in der Welt kämpft. Ihr habt lange genug gelitten. Seinem Traum für göttliche Gerechtigkeit auf Erden opferte er sein Leben. Und das von vielen tausend Bauern. Gott sei meiner Seele gnädig. Er stirbt am 27. Mai 1525 mit 36 Jahren. Für die einen ist er ein Eiferer, der die Menschen, die an ihn glaubten, ins Verderben führte. Für die anderen der erste deutsche Freiheitsheld. Der Traum von Freiheit und Gleichheit sollte in Deutschland erst Jahrhunderte später in Erfüllung gehen.